Schon langsam wird es Frühling. Die Sonne kommt zum Vorschein und nach einer längeren Grauperiode, wie es bei uns im Winter ist, bekommen wir jetzt endlich wieder Lust, uns um unseren Garten zu kümmern und auch um unsere Häuser im Außenbereich. Oft ist es auch die Zeit, in der wir beschließen, unsere Fassade aufzupeppen, unserem Eigenheim einen neuen Anstrich zu geben oder gar mit einem neuen Dämmsystem auszustatten. Ja, dann wendet man sich eben an einen Fachbetrieb und lässt sich beraten. Leider wird da meistens nur der Optik Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei gibt es viele andere Kriterien zu beachten. Wie etwa die Giftkeule, die hier meistens auf den Fassaden von unseren Häusern zum Einsatz kommt. Richtig gehört, Giftkeule. Denn seit Jahrzehnten gibt es eine neue, zusätzliche Ursache für die Freisetzung von Pestiziden, Hausfassaden. Wie kommt das? Um Algen, Pilze und Schimmeln auf den herkömmlichen Dämmfassaden zu verhindern, werden Biozide eingesetzt. Und das sind Mittel im übertragenen Sinne, die Leben töten. Und die Verfärbungen, die kennt vielleicht jeder von euch, wenn man durch ein Dorf fährt oder durch eine Stadt, sieht man das an den Fassaden, das sind diese grünen, schwarzen, grauen, hässlichen Fassaden. Als Hauseigentümer hat man natürlich mit so einer Fassade oder mit so einem äußeren Look seines Hauses sicher keine Freude. Aber der Einsatz von diesen Bioziden ist ein ziemlicher Griff ins Klo. Denn diese Gifte bleiben nicht nur in der Fassade, sondern die werden nach und nach ausgewaschen und kommen dann in den Garten, in die Flüsse und bitte ins Grundwasser. Das dauert ca. 5 Jahre, dann sind nahezu alle Pilz- und Algenkiller herausgewaschen. Danach, hurra, die Putzoberfläche wird wieder grün und schwarz. Ja, was wäre die Lösung? Wir von der Firma Herbsthofer und unsere Markenpartner von den atmenden Wänden arbeiten mit mineralischen Farben und Putzen, die haben eine höhere Schichtstärke und sind stark saugfähig, halten die Fassade trocken und schützen so vor Algen und Pilzen. Außerdem sind unsere Dämmmaterialien aus mineralischen und nachwachsenden Rohstoffen. Wir lassen die Fassade atmen und vermindern auf natürliche Weise Algen- und Schimmelbefall. Somit schützen wir die Umwelt, das Grundwasser und ihre Gesundheit. Warum werden trotzdem meist die herkömmlichen giftigen Beschichtungen verkauft? Ja, lieber Kunde, das ist eine gute Frage. Dass der Endverbraucher, praktisch Sie, über die Problematik von dem kaum Bescheid wissen, ist ja nachvollziehbar. Deswegen soll es ja Fachbetriebe geben, die die Beratung anbieten und dann eine gescheite Arbeit. Doch warum arbeiten solche Firmen nach wie vor mit dem billigen, umweltbelastenden System? Ist es die Gutgläubigkeit, mit der hier der Industrie Gehör geschenkt wird? Ist es der Einfachheit geschuldet, weil das haben wir ja schon immer so gemacht? Mangelt es an Weiterbildung? Oder dem Hinterfragen von dem vorgekauten Material, das ihnen vorgekaut wird, von den Lieferanten, an die Verarbeiter und so weitergegeben wird? Weil seien wir uns ehrlich, eine Produktschulung von einem Farbkonzern ist halt nicht unbedingt eine Weiterbildung, sondern auch nur eine Verkaufsshow. Alle Betriebe sollten sich informieren. Und das nicht nur eindimensional. Als Unternehmer trägt man auch Verantwortung. Aber nicht nur seinen Kunden gegenüber, sondern auch der zukünftigen Generation, unseren Kindern, dem Planeten. Dem müssen wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Alles andere ist fahrlässig. Es ist nämlich nicht so, dass es egal ist, was der Nachbar so aus seiner Fassade macht und was er sich draufschmiert. Nein, das Grundwasser geht uns alle an. Die meisten Lieferanten bestätigen in Fachmagazinen, dass sie umweltfreundliche und funktionierende Produkte im Angebot haben. Aber allein der Verarbeiter will sie nicht verarbeiten. Aber vielleicht können wir mit unserer Botschaft einige Kunden erreichen. Das Pferd quasi von hinten aufsatteln. Damit diese von den Fachbetrieben ein notwendiges Handeln einfordern. Liebe Leute und vor allem ihr Frauen da draußen, fordert giftfreie Farben und Putze. Steigt den Verarbeitern so richtig auf die Zehen, um endlich ein Umdenken anzukurbeln. Eigentlich traurig, dass man es von der Seite versuchen muss, aber es wäre eine Möglichkeit. Wenn Sie nähere Informationen und genauere Hintergründe über atmende Wände und ökologische giftfreie Systeme für Ihr Eigenheim möchten, wenden Sie sich an uns. Wir lassen Ihre Wände wieder atmen